hinter dem, hinter der Ankündigung, hinter dem Titel verbirgt, Fun Facts About Gravity. Und was das Ganze soll, ist, dass ich euch in so einer, in so einem What-If-Stil quasi ein paar sehr, sehr verblüffende Überlegungen zu dem Thema Gravitation präsentieren werde. Und Fun Facts deshalb, weil sie euch überhaupt nichts irgendwie im Alltag nützen oder so und überhaupt nichts mit dem Alltag zu tun haben. Aber was ich euch zeigen will damit, ist, dass das Alltagsverständnis, was die meisten, vielleicht auch die meisten von euch, von Gravitation haben, eben am zusammenbricht, wenn man die Alltagssituation verlässt und zum Beispiel auf andere Größenskalen geht oder sonstiges. Und ich möchte erstmal damit anfangen, zusammenzufassen, was ich mit Alltagsverständnis der Gravitation meine. Und Alltagsverständnis, was man so naiv hat, ist am besten in einem Diagramm zu präsentieren. Und zwar, sehr langes Diagramm. Okay, und auf der einen Achse hier ist der Betrag der Gravitationskraft pro Masse. Und hier ist die, ja, also wir machen das jetzt für das Beispiel Erde, hier ist die Höhe über der Erde. Und hier bei 0 ist irgendwie so der Erdmittelpunkt und irgendwo hier ist der Erdradius. Und dann ist hier irgendwie die Atmosphäre und irgendwo hier ist dann der Punkt, wo man die Konvention trifft, dass hier das Weltall beginnt sozusagen. Ja, und irgendwo hier sind dann so Satelliten oder so. Ja. Atmosphäre. Okay. Und hier ist der Boden. Und dann hat man irgendwie, kann man hier irgendwie so einzeichnen, die Schwerebeschleunigung, die hier so auf dem Boden direkt herrscht, mit der ihr jeden Tag hier zum Boden gezogen werdet. Das könntet ihr euch vielleicht gemerkt haben noch, vielleicht auch nicht, das ist der Wert von 9,81 Newton pro Kilogramm. Und das wäre viel. So, und jetzt hat man so aus dem Alltag die Vorstellung, dass Gravitation irgendwie so mit dem Abstand abnimmt. Und ich würde gerne einfach mal so eine Umfrage machen. Wer ist denn der Meinung, dass die Gravitation mit, also linear mit dem Abstand abfällt? Wer ist der Meinung, dass sie quadratisch abfällt? Okay, wer ist der Meinung, dass keins von beiden richtig ist? Okay, also die naive Vorstellung erstmal, wir schauen uns das erste Mal diesen Teil hier an. Das wäre so 1 durch r Quadrat. Und das geht hier natürlich noch weiter, das ist unendliche. Und da ist auch schon die erste Frage, auf, wo die ganz naive Vorstellung, die man so von Gravitation hat, schon mal an eine Grenze stößt. Nämlich hier in diesem Bereich, eigentlich im gesamten Weltall, ist die Gravitation natürlich von 0 verschieden, sie ist nur winzig klein. Und die Frage ist jetzt, warum ist denn jetzt, wenn man sich vorstellt, man ist hier jetzt irgendwie hier auf der ISS, warum sind die Leute auf der ISS in Schwerelosigkeit? Warum spüren sie ihr eigenes Gewicht nicht? Und die Antwort, die man sich, wenn man nicht weiter darüber nachgedacht hat, so intuitiv vorstellen würde, ist, dass einfach die Kraft dort ziemlich klein ist und dass man vielleicht deshalb einfach die Schwere nicht spürt. Das ist aber total, totaler Unfug. Wenn ihr euch anguckt, hier ist der Bahnradius vom Mond. Beim Bahnradius vom Mond ist die Gravitation immer noch stark genug, um den Mond auf der Bahn zu halten. Ja, und bei dem Argument, jetzt, wenn ihr einwendet, der Mond hat natürlich eine sehr, sehr viel höhere Masse. Natürlich fällt er dann auch mit einer größeren Kraft, also wird dann mit einer größeren Kraft angezogen. Das ist ja richtig, aber alle Massen werden auf die, also alle Massen fallen gleich schnell an einem bestimmten Punkt. Das ist eine Folge vom sogenannten Äquivalenzprinzip, dass hier, und das hier ist die Beschleunigung, mit der jede Masse an diesem Punkt hier fällt, den ihr hier ablesen könnt.
Das hat den Ursprung, oder ist ziemlich einfach zu verstehen dadurch, dass die Masse einerseits zwar die Gravitationskraft erhöht, aber andererseits natürlich, wie ihr es vielleicht schon gehört habt, Schulunterricht oder wenn ihr irgendwie nachgelesen habt, es gibt da dieses Newton'schen Axiome, und eins davon ist, dass Masse eben gerade auch die Trägheit des Körpers bemisst, mit der der Körper sich gegen eine Kraft widersetzt. Das heißt, auf der einen Seite hilft die Masse der Gravitation, indem sie das Objekt schwerer macht, auf der anderen Seite bedeutet es aber auch einen größeren Widerstand, der sich der Kraft widersetzt, und das gleicht sich gerade so aus, dass sich die Beschleunigung gerade für alle Massen auf den gleichen Wert ergibt. Das heißt also, das ist dieses berühmte Experiment, wenn man eine Feder und einen Hammer irgendwie fallen lässt oder so und das in einer Schwerelosigkeit macht, dann werden die exakt mit der gleichen Geschwindigkeit zu Boden fallen. Also die Gravitation ist hier stark genug, um den Mond irgendwie auf eine ziemlich große Rotationsgeschwindigkeit zu bringen, und demnach kann diese Argumentation überhaupt nicht zutreffen. Dass man hier in Schwerelosigkeit ist deshalb, weil einfach dieser Abfall nicht also einfach gerade hier bei dem Radius irgendwie die Kraft vernachlässigt machen würde. Und was das Problem ist, was dieser naiven Vorstellung oder Erwartung zugrunde liegt, ist, dass man erwartet, dass die Schwere, die man fühlt, mit der Feldstärke proportional ist oder mit der Feldstärke zunimmt. Und das ist nämlich nicht so, man ist im freien Fall einfach schwerelos. Das heißt, wenn ihr irgendein Objekt fallen lasst von einer bestimmten Höhe über der Erde und ihr vernachlässigt die Luftreibung, und also ihr tut so, als ob die Luft überhaupt nicht da ist, dann, ihr seid dieses Objekt selber, dann fühlt ihr die Gravitation nicht. Dann seht ihr, wie die Erde immer weiter auf euch zukommt, aber ihr fühlt überhaupt nicht euer eigenes Gewicht. Euer eigenes Gewicht fühlt ihr deshalb, weil die Kraft, also aufgrund der Kraft, die euch die Luftpartikel in den Weg geben, die Reibung zum Beispiel, oder jetzt in dem Fall der Boden, auf dem ihr steht, der drückt gegen euch. Und das heißt, um euer eigenes Gewicht zu spüren, braucht ihr so eine Situation, wo ihr irgendein Objekt habt, das fix ist, ein Boden zum Beispiel, und irgendjemand, also das ihr seid jetzt hier, wie ihr runterfallt, und warum ihr diesen Boden spürt, ist, dass dieser Boden eben nicht mit der gleichen Rate wie ihr runterfällt, sondern einfach immer fix bleibt, während ihr hier irgendwann aufbleibt. Und wenn sich dieser Boden einfach mit euch mitbewegen würde, dann würdet ihr überhaupt nicht euer Gewicht spüren. Und bei allen Raumsonden im Weltall, wenn man sich das jetzt vorstellt, zum Beispiel jetzt, wenn man jetzt das Beispiel ISS nimmt, die Astronauten dort spüren die Gravitation deshalb nicht, weil die ISS genauso mit der gleichen Rate wie sie selber zur Erde gezogen wird. Und das ist auch wieder ein Resultat, dass alle Körper mit der gleichen Geschwindigkeit fallen. Okay, so, jetzt kann man sich überlegen, wie geht es denn, also wenn man jetzt nicht weiter nach außen geht, sondern weiter reingeht, wie würde das Diagramm hier eigentlich unter der Erdoberfläche aussehen? Also nehmen wir mal an, der Boden hier würde euch nicht stoppen, und dieser Boden, der stoppt euch nur, weil die Partikel, die hier im Boden sind, elektromagnetisch mit eurem Körper wechselwirken und eine Abstoßung bilden, die Gravitation gerade ausgleicht. Und wenn wir jetzt einfach vorstellen, wir schalten für einen kurzen Moment die elektromagnetische Wechselwirkung aus. Und was dann passieren würde, ist, dass ihr einfach durch den Boden durchfallen würdet. Das heißt, wenn man jetzt unter dem Mikroskop gucken würde, und hier sind die Atome von euch, und hier sind die Atome vom Boden, dann würde das Atom gerade hier durch diese, also das funktioniert deshalb, weil die Atome punktförmig sind in der Näherungsweise, deswegen werden niemals zwei Atome kollidieren, und deswegen ist es normalerweise nicht funktioniert, dass
zwei starre Körper durcheinander fallen können, also warum wir zum Beispiel nicht durch Wände laufen können, ist, dass es halt eben hier zu dieser Abstoßung kommt zwischen diesen Atomen und dieser hier, auf Basis der ganzen elektrischen Kräfte und magnetischen Kräfte, die da wirken, im kleinsten, also im Atom. Gut, also nehmen wir an, ihr könntet durch den Boden fallen. Wie würde es dann weitergehen mit der Schwerkraft? Würdet ihr dann immer noch zu dem Ergebnis kommen oder beobachten, dass die Gravitation immer stärker wird, je näher ihr zur Erde kommt? Und was würdet ihr im Erdkern, wenn ihr im Erdkern ankommt, was würdet ihr dann spüren? Was würde dann mit euch passieren? Und auch hier möchte ich wieder eine kurze Umfrage machen. Was glaubt ihr denn, wie groß die Kraft im Erdkern ist? Gibt es denn irgendwelche Vermutungen? Im Erdinneren, die Kraft. Groß Kraft, die Gravitationskraft. Ja. Null. Das ist tatsächlich die richtige Antwort, ja? Also meine Intuition sagt, von allen Seiten hebt sich die Gravitation quasi auf. Genau, das ist tatsächlich die richtige Antwort. Also viele würden nach X darauf tippen, dass es irgendwie unendlich wird, weil Newton sagt ja irgendwie die 1 durch R Quadrat. Das heißt, wenn man jetzt zurückgeht, dann wird es immer ansteigen. Aber was heißt das jetzt? Heißt das jetzt, dass Newton Unrecht gehabt hat? Und das heißt es in dem Fall noch nicht. Weil was Newton eigentlich sagt, ist nicht, dass die Kraft mit 1 durch R Quadrat geht, sondern dass sie proportional, also dieses F, was hier auch gesagt ist, der absolute Betrag von F, ist proportional zu den beiden Massen, also groß M, die Masse der Erde, klein M, die Masse von euch, durch R Quadrat. Und dieses M hat auch nochmal eine Abhängigkeit von R. Das ist die Aussage von Newton. Und was das bedeutet innerhalb von Objekten, also nicht in Objekten, also nicht im Vakuum, also wenn ihr jetzt wirklich ins Erdinnere reingeht, dann habt ihr eben das Verhalten des M von R, was in dem Fall gerade die Masse ist, die eingeschlossen ist in dem Radius, an dem ihr euch befindet, dass sie sich mit dem Radius ändert. Und das kann ich kurz an einem Schaubild zeigen, wenn das hier jetzt die Erde ist. Und ihr seid außerhalb der Erde. Und ihr guckt euch an, bei dieser Höhe hier, bei diesem Radius, die eingeschlossene Masse. Und dann guckt ihr euch bei einem späteren Radius, der weiter entfernt liegt, die eingeschlossene Masse an, immer noch die gleiche. Ändert sich also nicht mit R, das heißt, die Kraft geht mit 1 durch R Quadrat. Wenn ihr jetzt aber im Inneren der Erde seid, und das hier soll jetzt die Erde sein, und ihr guckt euch bei diesem Radius die eingeschlossene Masse an, dann ist das, wenn ihr annehmt, dass die Dichte konstant verteilt ist, was einigermaßen eine gute Näherung ist, dann ist das irgendwie so Dichte mal das Volumen, also 4π Drittel R hoch 3, wenn das hier R ist. Und da habt ihr die Abhängigkeit von R. Und wenn ihr jetzt einsetzt, hier oben, das hier rein, dann bekommt ihr am Schluss eine in Objekten, also für konstantes O, bekommt ihr hier eine lineare Abhängigkeit. Das heißt, ihr bekommt das hier. Und wenn man sich jetzt überlegt, was für ein Verhalten beschreibt dieser Graph jetzt hier in diesem Teil, dann ist es das Verhalten von einem harmonischen Oszillator. Also für die sich mit Physik ein bisschen besser auskennen, das harmonische Oszillationspotenzial geht mit R Quadrat und die Kraft ist dann gleich linear. Also das kennt ihr vielleicht auch als die Kraft von einem Federpendel ist irgendwie proportional zur Auslenkung. Und die Auslenkung ist halt in dem Fall auch halt, also geht linear mit der Auslenkung. Und das heißt, was der Körper, der jetzt durch diesen Boden fällt, weil er keine elektromagnetische Wechselwirkung hat, das könnte jetzt, falls ihr den Begriff schon kennt, die sogenannte dunkle Materie oder so sein, die würde jetzt einfach da durchfallen. Was dieser Körper dann machen würde, ist gleich der Situation, um das mal zu veranschaulichen, wenn ihr hier so einen Ball, so einen Tal unterrollen lasst und hier ist der Mittelpunkt der Erde. Und hier ist diese Erde. Also das Verhalten von diesem Objekt hier und das Verhalten von einem Körper, der durch die Erde durchfällt, ist das gleiche.
Das heißt, ihr bekommt ein Pendeln. Also was dieser Körper macht, er pendelt von einer Oberfläche und also zur anderen und durchquert den Erdkern. Genau. Jetzt kann man natürlich sich fragen, was ist denn, wenn da jetzt kein Erdboden ist, weil der Erdboden, der wirkt ja immer noch über die Gravitation. Der hat immer noch die Gravitationswechselwirkung mit den Teilchen, die da durchfallen. Was ist denn, wenn wir den Erdradius einfach mal kleiner machen? Das heißt, wir quetschen die Erde irgendwie zusammen und wir verschieben den Radius zum Beispiel hier hin und würden dann sowas hier zum Beispiel bekommen. Okay, das sollte jetzt natürlich so aussehen. Und dann linear runtergehen. Also man würde einfach den Bereich verschieben, ab dem die Gravitation dieses 1 durch r Quadrat Verhalten beginnt. Und dann ist die Frage, könnte man das beliebig weitermachen, ohne dass sich das Verhalten der Gravitation ändern würde? Und die Antwort ist auch hier, also man würde erwarten, dass das irgendwie, wenn ich die Erde kleiner mache, dass das irgendwie das Verhalten der Gravitation dann einfach eine Miniaturversion von dem Verhalten bei der größeren Skala wäre, weil das Newtonsche Gesetz unabhängig von der Skala gilt. Aber da fängt dann gerade der Witz an, das geht nämlich nicht unabhängig von der Skala. Es gibt eine bestimmte Skala, ab der das Newtonsche Gravitationsgesetz nicht mehr geht. Und wenn wir jetzt uns fragen, was diese Skala ist, dann müssen wir auf die allgemeine Relativitätstheorie zu sprechen kommen, weil dort nämlich, vielleicht habt ihr schon gehört, dass die allgemeine Relativitätstheorie die Gravitation beschreibt auf allen Skalen nach dem derzeitigen Kenntnisstand, aber auf bestimmten Skalen ist das Newtonsche Gravitationsgesetz zumindest eine gute Näherung, und das sind diese Alltagsskalen. Und wo die allgemeine Relativitätstheorie wichtig wird, ist auf besonders kleinen Skalen zum Beispiel. Und es gibt da so einen charakteristischen Radius. Wenn man sich jetzt irgendwie vorstellt, wenn man jetzt die Umlaufgeschwindigkeit von Objekten um ein Objekt, also um irgendeine Masse, irgendein Zentrum, mal auch mal aufträgt, dann geht es mit 1 durch Wurzel r. Das heißt, es ist qualitativ folgendes Summenverhalten. Und dann kann man ja irgendwie mal einzeichnen, weil es ja immer höher wird, den Wert der Lichtgeschwindigkeit, und kann sich fragen, ab welchem Radius werden die Umlaufgeschwindigkeiten gleich der Lichtgeschwindigkeit? Also ein Radius muss ja nach diesem Gesetz hier existieren. Und dieser Radius ist größenordnungsmäßig den sogenannten Schwarzschildradius. Und den Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört von schwarzen Löchern. Weil so ist, dass alle Objekte, die ihren eigenen Schwarzschildradius unterschreiten, zu einem schwarzen Loch werden. Und der Schwarzschildradius ist der Bereich, wo man quasi mit Lichtgeschwindigkeit gegen die Gravitation ankämpfen müsste, um nach draußen zu gelangen. Und deshalb, alles, was sich unterhalb vom Schwarzschildradius abspielt, kann nicht mehr das Gravitationsfeld verlassen. Und demnach, also das betrifft auch das Licht. Und das ist auch eine Folge der allgemeinen Relativitätstheorie, dass das Licht eben nicht mehr dem Gravitationsfeld entkommen kann, weil die Beschleunigung, die es durch die Gravitation erfährt, unter einem bestimmten Radius einfach viel zu hoch ist. Ja. Und ich setze natürlich voraus, dass sich das Licht nur mit Lichtgeschwindigkeit c bewegen kann. Genau. Warum nun dieser Effekt auftritt, warum es zu allgemeinen relativistischen Effekten kommt, ist, dass das ist ähnlich wie bei der speziellen Relativitätstheorie, wo man hat, dass Körper, die sich nahe der Lichtgeschwindigkeit bewegen, dass man dann alle möglichen Zusatzeffekte bekommt, also zum Beispiel die Zeitdilatation oder die Längenkontraktion. Und ganz parallel ist es ja auch bei der Gravitation der Fall, wenn sich die Umlaufgeschwindigkeiten oder die Freifallgeschwindigkeit der Lichtgeschwindigkeit annähern, dann muss man die allgemeinen relativistischen Effekte berücksichtigen. Und man nennt diesen Bereich hier
zwischen dem Radius 0 und dem Schwarzschildradius nennt man das starke Regime der Gravitation. Und hier nennt man das Regime, das schwache Regime der Gravitation. Okay, und man würde in diesem starken Regime würde man allgemeine relativistische Effekte erwarten. Und was bedeutet das jetzt? Also zum einen, was als Neuerung hinzukommt, ist, dass es einen letzten stabilen Orbit gibt. Und das heißt, dass es einen Orbit gibt, wenn sich das Objekt ein bisschen unterhalb dieses Orbits befindet, dann ist der Orbit nicht mehr stabil, keine Ellipse mehr oder kein Kreis um dieses Objekt, sondern dann wird es einfach ins Zentrum reingezogen. Man kann sich, selbst wenn es noch so viel Drehimpuls hat, was ja die Orbit stabilisiert gegenüber der Gravitation, kann sich trotzdem nicht wehren gegen den Gravitationsdruck. Genau, das ist der Effekt, der da auftritt. Und was ganz interessant ist, ist, man hat ja in der allgemeinen Relativitätstheorie die Aussage, dass das Gravitationsfeld ein Effekt ist, der durch die Raumzeitgeometrie erklärt werden kann. Also das heißt, Gravitationsfeld kommt dadurch zustande, dass die Raumzeit gekrümmt ist. Und wie ihr euch das vorstellen könnt, ist so ähnlich, dass die Raumzeitkrümmung, also ihr könnt euch das veranschaulichen oder ihr könnt die Metapher wählen, indem ihr die Raumzeitkrümmung mit einem Brechungsindex in einem Medium vergleicht. Also ihr wisst ja, dass in einem bestimmten Medium mit einem bestimmten Brechungsindex das Licht irgendwie abgelenkt wird. Das heißt, vielleicht wisst ihr auch, dass es gibt, was sich das Fermatsche Prinzip nennt. Und demnach legt Licht immer den Weg mit der kürzesten Lichtlaufzeit zurück. Und ihr habt das bestimmt schon gesehen, dass wenn ihr irgendwie Medien habt, die einen Brechungsindex haben, dann wird sich dieser Weg verändern. Also dann das Licht nimmt einen anderen Weg in so Materialien und das ist quasi wie der Linseneffekt zum Beispiel zustande kommt, wo ja auch das Licht innerhalb der Linse durch einen Brechungsindex abgelenkt wird. Und was die Raumzeitkrümmung für Materieteilchen darstellt, kann verglichen werden oder verhält sich so wie der Brechungsindex von Materialien auf das Licht. Mit dem Unterschied, dass dieser Brechungsindex dann, also dass die Raumzeitkrümmung einem räumlich variierenden Brechungsindex entsprechen würde. Und das bedeutet, wenn ihr jetzt irgendeine Masse habt, die durchs Weltall fliegt und ihr habt überhaupt keine Gravitationsquellen, dann bewegt sich diese Masse einfach auf irgendeinem geradlinigen gleichförmigen Weg. Und das ist in dem Fall der Weg, der den Weg quasi durch die Raumzeit minimiert, also die Länge des Weges. Und das ist einfach in dem Fall die gerade Linie. Und wenn ihr jetzt, macht das jetzt mal gestrichelt, wenn ihr jetzt hier die Erde irgendwie habt, dann krümmt die Erde nach dieser Vorstellung die Raumzeit so, dass sich der Weg, der die kürzeste Verbindung zwischen all den Punkten darstellt, dass dieser Weg verformt wird. Dass der Weg nicht mehr, dass er von der geraden Linie abweicht. Und das ist, wie Gravitation in der allgemeinen Relativitätstheorie erklärt wird. Und dieser geometrische Ursprung der Gravitation, der schlägt sich genau in diesem Sachverhalt nieder, nämlich dass es zu jeder Masse einen bestimmten Radius gibt, auf dem sich dieser Krümmungseffekt zeigt. Und das Interessante ist, dass genau diese Zuordnung von Masse zu Radius, und bei diesem Radius ist dann der Radius, wo die Umlaufgeschwindigkeiten nahe der Lichtgeschwindigkeit ankommen. Und was diese Zuordnung macht, ist genau, oder was für die Zuordnung zuständig ist, ist genau die Newtonsche Gravitationskonstante. Das ist was ziemlich Verblüffendes, weil in der Newtonschen Physik
ist die Gravitationskonstante dafür da, um die richtigen Einheiten zu bekommen. Das heißt, dieses Proportionalzeichen gemacht und das ist dann genau diese Proportionalitätskonstante. Und in der relativistischen Physik ist die Aufgabe von der Gravitationskonstante eine völlig andere, nämlich diese beiden Konstanten zusammen, die Gravitationskonstante und das Quadrat der Lichtgeschwindigkeit, tauchen auf in der Gleichung, die den Schwarzschild-Radius beschreibt. Also, das hier ist die Definition von Schwarzschild-Radius und das heißt, dass dieser Faktor hier jedem Kilogramm Masse einen bestimmten Radius zuordnet, auf dem sich der Krümmungseffekt dieser Masse zeigt. Auf dem die Masse dafür sorgt, dass Umlaufgeschwindigkeiten relativistisch werden. Und was jetzt sehr interessant ist und worauf ich in diesem ganzen Exkurs quasi jetzt hinaus will, ist, dass es in der ART noch eine zweite Gravitationskonstante gibt. Und das, also die erste ist die Newtonsche Gravitationskonstante und die zweite ist die kosmologische Konstante Lambda. Und das ist was es in der Newtonschen Physik absolut nicht gegeben hat. Das ist etwas völlig Neues. Und diese kosmologische Konstante hat die Einheiten von einer inversen Fläche, und zwar 1 durch 10 hoch 50 Meter Quadrat. Und man kann jetzt natürlich aus dieser Fläche die Wurzel nehmen, um einen charakteristischen Radius zu erhalten. 10 hoch 25 Meter. Und 10 hoch 25 Meter, auf welcher Skala spielt sich das ab? Das ist genau die Größe des beobachtbaren Universums. Okay, und was macht die kosmologische Konstante? Die kosmologische Konstante führt, die fügt mir einen Term hinzu, in dieses Kraftgesetz, der mit einem konstanten Faktor, den ich jetzt als C bezeichne, und dann Lambda mal R, das heißt einen linearen Term. Und wenn ich mir jetzt nicht den Betrag der Kraft angucke, sondern die Kraft, einfach die Kraft selber, dann ist hier dieses Minus, weil die Kraft hier die Anziehung beschreibt. Also dieser Teil hier beschreibt die Anziehung. Und hier hat man aber ein Plus. Und was das bedeutet, ist, dass die kosmologische Konstante die Gravitation auf dieser Skala, auf 10 hoch 25 Meter, abstoßend macht. Und das ist ein Konzept, was euch wirklich verblüffen sollte. Weil man denkt sich immer, die Gravitation ist die anziehende Kraft und man denkt sich immer, sie kann nicht abstoßend sein, weil es nicht wie im Elektromagnetismus irgendwie zwei verschiedene Ladungen gibt, die sich abstoßen können, sondern es gibt einfach nur eine Masse und die ist immer positiv. Es gibt keine negativen Massen oder so. Aber was tatsächlich die Gravitation repulsiv macht, ist diese kosmologische Konstante, zumindest in der allgemeinen Relativitätstheorie. Und was das bedeutet, wenn man jetzt hier 10 hoch 25 Meter einzeichnet, dann verändert sich hier das Verhalten. Linear, so ist es. Genau. Und das Witzige ist, wenn man jetzt hier irgendwie die Erde hat und die anderen Massen im Universum jetzt vernachlässigt und man geht jetzt auf diesen Abstand, dann gibt es hier irgendwo dazwischen so einen Abstand, wo Objekte irgendwie so frei schweben können, weil da gerade die Anziehung der Abstoßung, die Abstoßung ausgleicht. Und wenn ihr jetzt anguckt, der intuitive Part von Gravitation ist der hier und der vielleicht nicht so intuitive Part sind diese zwei Sachen hier. So. Genau, und was ganz interessant ist, ist, dass die kosmologische Konstante, dass dieser Term hier sich gerade so verhält, wie also dieser Teil hier, der innerhalb von dem Medium sich abspielt, also innerhalb der Erde. Und deshalb wird die kosmologische Konstante häufig auch als Wirkung einer konstanten Vakuum-Energiedichte aufgefasst. Gut.
Genau. Und eine letzte Sache, die ich noch ansprechen wollte, ist, dass das wirklich die letzte Intuition, die noch bleibt, auch noch entreißt, ist, dass dieser Part eigentlich doch gar nicht so intuitiv ist, weil in diesem Part haben wir wenn wir jetzt hier angucken, hier ist die Gravitation irgendwie stark, hier ist sozusagen das schwache Regime der Gravitation bezeichnet, und das heißt, hier hat man den Grenzfall, dass man weit genug von der Masse entfernt ist und dass die Kraft klein genug ist, um sie mit Newton zu beschreiben. Aber man kann hier immer noch spezielle relativistische Effekte haben. Und die machen das Ganze nochmal wirklich sehr, sehr verblüffend. Denn was die speziellen relativistischen Effekte bedeuten, ist, dass man zusätzlich zu der gewöhnlichen Kraft, die von einem Objekt ausgeht, also das gewöhnliche Gravitationsfeld, hat man immer dann eine Kraft, wenn sich ein Objekt, also ein zusätzliches Kraftfeld, wenn das Objekt sich bewegt. Und dieser Effekt wird Gravitomagnetismus genannt. Und der Effekt hat überhaupt nichts mit Magnetismus zu tun. Er heißt einfach nur so, weil sich in dieser Beschreibung von der Gravitation dieser Term, der dieses Kraftfeld beschreibt, einfach genauso verhält wie das magnetische Feld zum elektrischen. Das heißt, man hat wie im Elektromagnetismus, hat man so Phänomene wie zum Beispiel eine gravitative Lorentzkraft. Das heißt, wenn jetzt ein Objekt wenn jetzt eine Masse sich bewegt, dann hat sie erstmal das statische Gravitationsfeld um sich und dann auch noch das gravitomagnetische Feld. Und dieses Feld beeinflusst dann auch nochmal die Trajektorien von anderen Massen. Und das ist auch der Ursprung von Gravitationswellen. Und die Gravitationswellen, die gibt es ja nach dem Alltagsverständnis auch nicht. Die gibt es auch nur in der ART. Und man kann sich jetzt so eine Tabelle machen, um das Ganze irgendwie anschaulich zu machen. Man kann sich angucken, man kann zwischen Wellen unterscheiden, und zwar, wie wollte ich das machen? Genau, hier hat man irgendwie Geschwindigkeiten, kleiner als Lichtgeschwindigkeiten, hier hat man relativistische Geschwindigkeiten, und hier hat man Gravitationspotenziale, viel kleiner als die Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Und hier ist das Gravitationspotenzial ungefähr die Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Und was das Gravitationspotenzial, das habe ich jetzt nicht eingeführt, diese Größe, aber was das beschreibt, ist im Grunde ungefähr die Umlaufgeschwindigkeit. Das heißt, hier wäre also das Quadrat der Umlaufgeschwindigkeit. Das heißt, hier würde Körper eine relativistische Umlaufgeschwindigkeit erreichen. Und das hier ist der Fall, der uns allen aus der Alltagswelt bekannt ist. Wir haben kleine Geschwindigkeiten gegenüber Lichtgeschwindigkeit und wir haben Massen, die wir sind weit genug von der Masse, von Massen weg, um relativistische Effekte zu spüren. Und hier hat man die volle allgemeine Relativitätstheorie mit allen möglichen Effekten von schwarzen Löchern bis zu Gravitomagnetismus. Hier haben wir das spezielle relativistische Limit, das heißt, hier haben wir diesen Gravitomagnetismus, aber keine ART-Effekte. Und hier haben wir so schwarze Löcher-Effekte. Das heißt, unser Alltagsverständnis von Gravitation lässt sich nur auf diesen Bereich hier, also diesen hier, beschränken. Und auf allen anderen Skalen, das heißt, wenn ihr euch irgendwie, wann immer ihr irgendwas habt, was sich vergleichbar mit der Lichtgeschwindigkeit bewegt, hört dieses Verständnis einfach auf, bricht zusammen und es treten irgendwelche ziemlich verblüffenden Effekte auf. Und das war auch schon alles von meiner Seite. Gibt es irgendwelche Fragen? Ich hoffe, es war nicht zu verblüffend oder zu verwirrend jetzt. Okay, wenn es keine Fragen gibt, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.